Hallo bei RetroKooker. Ich zeige euch heute, wie man eine Rindsuppe aussetzen tut, damit man die fertige Rindsuppe hat und dann die jeweilige Beilage extra dazugeben kann. Ich habe da jetzt einmal heißes Wasser genommen, Jochen eingegeben, jetzt kommen dazu Zöller, gelbe Karotten, rote Karotten, Petersilie, gleich mit den Stangeln, Knoblauch und wenn man hat, ein bisschen Zwiebelschalen, kann man auch ohne weiteres reingeben, weil das macht eine besonders schöne Form. Das Ganze geben wir jetzt ins Wasser rein. Ein Lorbeerblatt werden wir auch dazugeben. Hier werden wir zwei reingeben, weil das ein großer Topf ist. Ich habe jetzt auch ca. 1,8 Kilo Jochen gehabt und ca. 3 Liter Wasser. So, jetzt nehmen wir das Ganze auch. Und jetzt haben wir das Ganze schön langsam dahin köcheln lassen. Eine Rindsuppe nie stark kochen, weil dann wird es trieb. Also immer schön langsam dahin kochen lassen. Jetzt kümmern wir uns wieder mal um die Rindsuppe. Die köchelt da schön langsam dahin. Jetzt werden wir praktisch den Schaum ein bisschen abschöpfen, weil den wollen wir ja nicht. So, dann werden wir den Schaum schön rübergeben. Den wollen wir ja nicht. Gleichzeitig erwischen wir gleich die Fettaugeln, die so oben sind, dass die auch gleich weg sind. So. Da sieht man, schaut schon wunderbar aus, die Suppen. Duftet herrlich. Da sieht man schon, wie gut die Suppen ausschaut. Ja. Man kann, wenn man auch möchte, die Suppe über Nacht stehen lassen, dann im Eiskasten zum Beispiel oder an einem sehr kühlen Ort. Dann wird die Fett auch hart und dann kann man es natürlich auch wunderbar runternehmen. Schaut herrlich aus. Ja. So, lassen wir es weiter kochen. Gut, nachdem jetzt also die Suppen anderthalb, zwei Stunden gestanden ist, können wir schon das Gemüse schön mal rausfangen, weil das schneiden wir ja dann klein als Suppeneinlage als zusätzliche. Vor allem tun wir sie dann jetzt auch noch mal leichter, wenn wir dann noch mal abseilen dann, wenn das Gemüse herausten ist, kommen wir viel schöner dann zu. So, jetzt haben wir das Gemüse ja schon herausten. Wenn wir jetzt die Suppen weiter verwenden dann und gleich Suppen machen dann, kann man das Gemüse klar schneiden und auch in der Suppeneinlage verwenden. Ich zeige jetzt einmal, wie die Suppen fertig gemacht wird und da ein bisschen ein Abzeichen dafür. Als erstes darf man allerdings kosten, wie es schmeckt. Ja. Ob es noch ein bisschen Salz braucht zum Beispiel. Ja, ganz ein ganz bisschen Salz, war nicht schlecht noch. So, wunderbar. So, jetzt die Suppe. Durch ein Sieberl durch, damit die groben Sachen noch abgefangen werden können. So. Und fertig ist die Rindsuppe. Jetzt kann man mit dieser Rindsuppe jede Art von Suppeneinlagen dazu verwenden und einfach nur genießen.